So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play SmackDown vs. Raw 2009, die Road to WrestleMania mit CM Punk, so wie ihr entschieden habt. Tja, wir haben noch nicht mal ein Match fertig nach einer Episode, weil ich anscheinend zu schlecht bin, was anderes kann ich mir daraus nicht zusammenreimen. Die erste Road to WrestleMania auf schwer ging total easy und jetzt auf einmal kriegt nach zwei Versuchen nicht mal ein Match gewonnen oder was. Ich habe es auf normal gestellt, mal sehen, ob das besser klappt. Ich weiß es nicht. So, Match starten. Nochmal, ey. Kann er wohl nicht annehmen. Bisschen peinlich. So, mal gucken, ob das einen großen Unterschied macht. Bestimmt. So, ich habe nicht mal eine starke Aktion durchbekommen. Einen starken Grapple beim letzten Mal. Jetzt sitzt der erste schon. Hat auch ein bisschen übertrieben. Gekonnt beim letzten Mal, oder was meint ihr? Vielleicht bei der Tag Team Storyline schwer das gleiche wie normal im Singleplayer, oder was? Man weiß es nicht. Rope Break? Nö, ignorieren, wir sind voller Heal. I don't do drugs, I don't drink alcohol. Nee, was da? I'm drug free, I'm alcohol free. I'm better than you. Das war doch immer sein Spruch. In Indies hat er doch in der WWE benutzt, auf die gleiche Art und Weise. That means I'm better. Nee, I'm straight edge. That means I'm better than you. So, zack. Habt ihr gehört? Lariat. War doch nicht mehr Lariat. Das ist doch kein. Warte. Doch keine Lariat oder was? Oder wer hat ein Lariat geworden? Wer hat eine. Ne? So, wer hat eine Lariat geworden? Eine Wichse. So, komm her. Wer hat. Glaub. Oder sollte es doch eine Lariat werden? Deswegen, okay, dann entschuldige mich. Almost took his head off with that Lariat. Die gibt's auch schon seit Ewigkeiten im Spiel. Jetzt, zum Aufnahmezeitpunkt. So wie es damals war, weiß ich nicht ganz genau. So, jetzt haben wir wirklich gleich einen ersten Finisher. Also ist schwer, einfach zu schwer für mich, oder was? Versuch's beim nächsten Match nochmal auch schwer. Wenn es dann nicht klappt, dann... Keine Ahnung. So, Cover hinterher. Scott Armstrong am Start, aber reicht leider nicht ganz. Reicht nicht ganz so. So, jetzt kommt er wirklich so gut wie gar nicht, ne? So, zack. Das ist ja wirklich ein großer Sprung. Interesting, very interesting. Du kannst hochkommen, dann machen wir mal. Ich würde gerne mal ein Signature Move machen oder sowas gleich. Warte, wie macht man das nochmal? So, war das? Hat er den Airbo da als Signature Move? Ich bin mir da nicht sicher, machen wir Split Leg Moonsault. Hat er gerne in den Indies gezeigt. Weil Moonsault ist nicht so das Ding von Punk, weil die ziemlich gerne botcht. Muss man sagen. So, der Airbo Drop ist es nicht. So, denn wahrscheinlich Shining Wizard und so weiter, ne? Oder? Ja, wahrscheinlich. Muss er denn? Weg. Ja. Shining Wizard. Nee, hä? Machen wir das. Hat diese. Ah, okay. Ich weiß immer nicht, wie der Move heißt. Das ist ja kein Koji-Klatsch. Irgendwas anderes, oder? Schreibt mir in die Kommentare, interessiert mich. So, warum läuft der denn nicht gleich außerhalb der Seile? Dann könnte man irgendwie eine Springboard-Aktion machen. Wie kommt man da oben rauf? Hey, wie kommt man auf den Apron? Geht das nicht? Boah, was für ein Forearm-Smash. So, dann machen wir gleich nochmal GTS zum Sieg, hoffentlich. Das andere würde mich sehr traurig stellen. So. Nur mal bloß den gleichen Move. Halt bloß Richtungstaste und ohne Richtungstaste. Mal sehen. Nein. So, fall bitte hin, danke. Bestimmt ohne. Tatsache. Da ist der Elbow, ein normaler Elbow. Jetzt machen wir GTS. So, dann einmal wieder in die Mitte ziehen und GTS. Und wie ist Anaconda weiß am Boden oder wie? Oder was? Bestimmt, ne? Haben wir Cover. Zieh durch, mein Jung. Serichel. Reicht doch nicht. Interessanter Ansatz. Aber kriegen wir hin, nur einmal noch und dann haben wir es auch nicht mehr. Guck mal, was da für ein Riesensprung ist zwischen schwer und normal. Das darf doch eigentlich nicht sein, oder was meint ihr? Weil so wie es jetzt ist, keine Ahnung. Ich habe dafür keine Erklärung. Kann ich auch Finisher klauen? Was haben wir denn als Fähigkeiten überhaupt? Wo steht denn das? Steht das hier nicht? Müsste ich essen, muss oder so gucken. Na, mache ich dann sowieso noch der Aufnahme. So, Finisher. So, landet aber direkt wieder in Richtung Seile. Ja. Die Anzeige kam ein bisschen spät.
Wie, der kommt da immer noch raus? Jetzt ist aber langsam lächerlich, oder was? Ich will Finisher sollte im Match zeigen. 7? Ich hab schon fast geschafft. So. 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 So, nochmal GTS. Dann aber. Dann reicht aber, mein Junge. Dann reicht aber. Rot am Kopf und Torso. Alles andere würde mich ganz schön ungläubig stimmen oder so, ne? 2. Thank you. Thank you, dear. Wunderbar-Zeit. Nach dem dritten Anlauf und beim letzten Mal auch noch eine Schwierigkeitsstufe runtergestellt. Stellst du es gleich wieder hoch und probierst dann nochmal. Also das neueste Match. Habt ihr gerade die Hupe gehört von der Straße draußen? Das sehe ich doch in der Soundaufnahme, wie cool. Wirklich empfinde ich das Ding hier. All I ever wanted. So. Hier übrigens keine Probleme gekriegt mit der Musik bei den ersten Parts. Wollte ich euch nochmal sagen. So, speichern, ne? Und dann gehen wir direkt über zur nächsten ECW-Ausgabe. WWE ECW, wohlgemerkt, ne? Die WWE-Version davon. Ja, ja. Interessant, ja, die Geschichte dazu könnt ihr bei der Paul Heyman, bei der neuesten Paul Heyman DVD sehen. Weil bei The Rise and Fall of ECW haben die gerade erst angefangen mit der Wiedergeburt von ECW, was der später denn überhaupt nichts wurde, ne? In Phoenix, Arizona sind wir. Ja. Und wer ist das? Tommy Dreamer! Tommy Dreamer hat mittlerweile ja seine eigene Promotion, die nennt sich House of Hardcore. Seine ganzen Events heißen auch House of Hardcore mit der jeweiligen Nummer hinten dran, ne? Okay. You pulled out a lucky win last week, punk. Ja. Somebody once told me, if you're good, you don't need luck. I doubt you're good enough to beat me again. Oh, die hört die ganzen Motorräder. Right in front of you, if you feel lucky. This is ECW. We solve disputes the extreme way. If you two want to go at it again, what about an extreme rules match tonight? Yay. I'll even give the winner a shot at my ECW championship at the Royal Rumble. Oh, wer wird das sein? I'm in, but just know this, Jeff Hardy. When I go extreme, I don't hold back. And now? Nein, okay, Musik wieder an. Und erstmal ein Hinweis. Wenn ich hier wirklich extrem sein will, sollte ich Jeff Hardy durch eine Tischplatte rammen. So. Ich werde es jetzt versuchen, nochmal auf schwer. Das ist der gleiche Gegner, aber ich will ihn machen. Ja, vielleicht sollte Fenster aber ordentlich zumachen, damit man es nicht hört. Einen Moment, Leute. Geschafft. So. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr so laut, wenn irgendwie ein Motorrad oder so vorbeifährt hier. Ohne an der Hauptstraße. Die ganze Straße, wo alle lang müssen. So, würde ich mal sagen, los geht's. Auf schwer, ey, bitte. Bedingung ran mit Jeff Hardy durch Tisch und Gewinne, um Bonus zu erhalten. Mit einem Tischfinisher oder kann ich einfach auf ihn rausspringen? Mal sehen. Nee, ist ja die Motera trotzdem, ne? So. So. Mal sehen. So, da hinten ist ein Tisch, den holen wir den mal direkt. Na, ey, ich wollte raus! Hat doch X gedrückt. Da muss ich jetzt noch einen Rebound machen. So, komm her. Zack. Nicht vergessen, ich habe es wieder auf schwer gestellt, ne? Weil irgendwann ist ja auch mal gut. Aber wenn das hier auch total schwer ist, dann muss ich gleich den Rest des The Road to WrestleMania auf normal spielen. Weil ich kann ja nicht, kann ich 20 Episoden für 3 Matches brauchen oder so. Aber der Party ist viel zu schwer! Guckt euch das an! Guckt euch das an! So, ich will raus hier. Alter, ich bin gerade am Aufstehen, der kann doch gar nicht kontern! Doch, so, ich hole mir jetzt Tischi. Oder ich taunte erstmal. Ich glaube, die Option oder die Möglichkeit bekommen wir nicht so oft. Hier in diesem Match. Deswegen mag ich das lieber. Wir können direkt zum Finisher taunten. Denn
kann er rauskommen. Und dann gebe ich ihm Table Finisher. Das sieht gut aus. Das hört sich nach einem guten Plan für mich an. Angelaufen, Comic. Super. Nice. Nice gemacht von mir. Ich weiß. Aber warum? Alter. Die kriegen diese ganzen Hochwave-Aktionen, weil ich konnte und ich nicht. So. So, ruff da und Table Finisher. Jawohl! Ich glaube hingekriegt. Was macht er jetzt hier als Table Finisher? Bin mal gespannt. Bestimmt. Suplex? DDT macht er, okay. Nice. Stopp erstmal eine Runde. Steht direkt wieder auf. Stellt er den einfach nicht. Wie dreist. Naja. So, holt er sich einen Leiter? Ein Leiterchen? So, das ist meine. Wie hole ich mir die? Hab ich vergessen. So, erstmal. Schnapp ich mir nicht. Achso, doch mit X. Ich dachte irgendwie mit einer anderen Taste, aber warten doch mit X. Komm, angelaufen. Nee. Tja, der falsche Höhe getroffen. Ja, sorry für die Running Moves, aber ich kriege ja sonst nichts gebacken. So. Alter. So kann man gar keine. Alter Shots konnte, sag ich mal. Oh Gott, hat man den Konter gekriegt. Aber er ebenso. Oh Gott, die ganzen Motorräder gehen mir auf den Sack, ey. Und der Dube ist mittlerweile, hört ihr die ja. Mit dem anderen Mikrofon habt ihr die nicht gehört. Wenn mich nicht alles täuscht. So, komm, jetzt machen wir super vielleicht auf die Leiter rauf. Ich suche mir sowieso mal das Mikrofon, von daher. Nicht wundern. Ich ging jetzt wirklich direkt drauf. Nice. Gibt es auch sowas wie Leiter? Finisher. So, mal gucken. Nö. Dann machen wir nochmal einen GTS. Der auf. Ah, okay. Anaconda weiß am Boden. Na, ey. Ah, oh, was hab ich hier verloren? Ich wollte ihn gerade speichern. So klar. So klar war das. So. Oh, komm her hier. Einmal dahin. Ich komme hinterher. Grapple-Aktion. Jawohl, der Crossbody. Eine schön alte Animation. Eine richtig schön alte Animation. Wie nice. Die war da auch in Here Comes the Pain, glaube ich. Oder jedenfalls 2005. So. Zack. So. Der Takedown, genau. Wrist Takedown oder so. Ja, auf diese ganzen ekelhaften Bodenaktionen zu machen, die voll schwer zu kontern sind. Nein. Ja, ich kann auch taunten. Gut. Ja. Genau. So. Jetzt wird aber Zeit. Ey, warum? Der kommt das jedes Mal, wenn ich. Aufstehen, wenn ich ihn aufstehen lassen will. Muss ich jetzt auch noch ihn schlagen. Komm her! Nein! Her. So, jetzt aber. GTS will aber auch Zeit. Mein Gott. So, wieder rein. Und nochmal eine Runde Torten. Schön lang Tort machen. Miss Gott, was meinst du? Haben wir bloß einen Referee bei ECW? Das hat er sich geholt. Replika-Feld, okay. ECW! Extrem sein. Das sollen wir. Machen wir. Und Finisher. So, mal sehen, ob das reicht. Haben wir doch mal ein Match auf. Ich hatte aber auch nur mit Waffen. Alter. Ich wollte ihn ziehen, verdammte Kacke. So. Und tatsächlich ist mal so ein Grapple durchgegangen. Nicht gleich mit Cover. So, probieren wir es mal. Nach dem Northern Light Suplex. 1, 2, genau, come on. Also, let's go. Haben wir gleich Finisher? Gleich. So, machen wir mal. Anaconda. Ei. Anaconda weiß, geht nicht durch. Na. Er macht auch nur Running News. Ja, oh. Hast du gedacht, wa? Jetzt hat er ziemlich Move. Deswegen kann ich ihn eh nicht. Den behält er sowieso, von daher. Kann ich auch so gut, oder kann ich auch ebenso wieder zurück in den Ring. Jetzt gehe ich aber für Anaconda Vice. So, jetzt aber zum Sieger! Tap, jawoll!
Jawohl, ich hab ein Match auch schwer geschafft. Nice. Mensch, was für ein Achievement, Accomplishment, was für ein, weiß ich nicht. Naja. Das heißt, wir kommen jetzt beim Royal Rumble, oder wir bekommen beim Royal Rumble einen Title Shot auf den ECW Title von Tommy Dreamer. The Innovator of Violence. Ja, und wir gucken uns noch den Anfang der nächsten ECW Ausgabe an. Ja. Ich spiele andere Spielmodi in CM Punks alternativen Outfit. Klar. Ja, klar, mit dem Speichern ist kein Problem. Ja, gerne. Gerne. So, dann einmal bitte zur nächsten ECW-Ausgabe oder ist jetzt schon Royal Rumble? Mal sehen. Wir sehen in Austin, Texas erstmal, okay. Dann sehen wir noch bei einer ECW-Ausgabe. Soll mir recht sein. Den Anfang gucken wir uns noch an und dann begrüßen wir uns nächsten Morgen wieder. So, nächsten Tag. Schönes Feuerwerk. Austin, Texas. Es ist Austin. Gegen wen denn, bitteschön? Gegen wen sollen wir denn bitte antreten? Erstmal Telefon, okay. Wir gehen mal wieder aus. Okay. Listen, I got a little banged up after our Extreme Rules match last week. If we want to beat these guys, we should probably limit my ring time. Oh no! You know me though, I'll do my best. Achso, seine Kampfzeit, ja okay, wenn ich das alleine machen muss, ist auch okay. Ja, krieg hin, würde ich sagen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, reicht das für die heutige Ausgabe. Auf meine Aufnahmesession von 2 Parts. Ich nehme danach der Gamescom weiter auf, das habe ich mir vorgenommen. Gut Leute, wir sehen uns dann am morgigen Tag wieder um 18 Uhr bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play SmackDown vs. Raw 2009, die Road to WrestleMania mit CM Punk. Bis dann, wünsche ich euch einen angenehmen Resttag. Euer Franz, euer Franzock. Daumen hoch, wird cool. App-Lock aus und auf Wiedersehen. Tschüss, haut da rein.